Yo, und somit wir herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark Supreme. Wisst ihr, wer gerade vergessen hat aufzunehmen? Ja, ich. Es kann halt mal passieren. Ja. Letzten Tage, ihr habt's mitbekommen. Ich war auf dem Kindergeburtstag. Hab da wohl was mitgeschleppt und... Ja, davon habe ich den Salat. Aber mir geht's jetzt besser, deswegen halt alles gut. So, dann. Ey, aber danke schön, dass ihr immer noch mit am Start seid, dass ihr mir helfen wollt, weil der ein oder andere hat das letzte Video gesehen. Und da ging's um den Rex. Ihr habt's ja gesehen. So, ich habe jetzt halt das ein oder andere gemacht. Es tut mir halt fürchterlich leid. Also, wir haben einiges gesammelt. Und zwar, wir haben jetzt 793 Prime Fruits. Dann habe ich hier drüben schon mal das Ding für die Biene hergestellt. Denn wir brauchen ein bisschen Honig. So, Honig ist aber nicht noch nicht alleine, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt, genau. Das brauchen wir auch noch. Wir müssen gleich Primes töten, ne? Und wir brauchen Prime Bone Meal. So, da begeben wir uns jetzt erstmal gleich auf die Suche. Zuallererst aber wollte ich noch hier oben Zuko und dann, er hier hat einen Namen bekommen. Und zwar Osiris. Ja, Name stand in den Kommentaren. Den habe ich ja in der letzten Folge gezähmt. Und dann, ey, Dankeschön für die Information. Ich kann hier meine gezähmten Dinos suchen. So, ich drücke jetzt halt... Wait, bam. Ich hatte vorhin schon gesehen, hier oben habe ich etwas. Hier haben wir zum Beispiel, was haben wir jetzt hier? Eine Fire Queen. Dann hier oben, wo ich schon mal halt war, haben wir eine Eisbiene oder eine Delta-Biene. Aber unser Dodorex, weg einfach. Da, wir haben nur noch Kleider. Deswegen, weg. Einfach futsch finito. Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber er ist einfach verschwunden. Naja, aber wir werden jetzt das Zuko benutzen, denn der hängt da oben jetzt gerade fest. Ich muss ihn kurz freiräumen und dann gehen wir auf die Jagd nach Primes. Also beziehungsweise nach dem Prime Meal. Wir brauchen das. Ach ja, und danke, dass ihr die letzten Folge auch noch gefeiert habt. Ihr habt ja gesehen, wer das letzte Video gesehen hat, ganz wichtig. Falls nicht, schaut es euch trotzdem nochmal an. Der Boss, der Rex-Boss, den wir in der letzten Folge gemacht haben, ey, der hat so eine heftige Attacke drauf. Hätte er die gemacht, wären wir instant gestorben, ich sag's euch. Aber er hat sich hier irgendwie nicht gemacht, keine Ahnung warum. Ach ja, und hier beim Zuko, woher kommt der Name? Ich dachte, das wäre der neue von Godzilla vs. Kong gewesen, aber er ist es gar nicht. So, jetzt heißt es erstmal suchen nach den blauen Dingern. Ach ja, ich habe einen Kommentar bekommen, da ging es darum, wegen den Brüten halt. Ich komme immer noch nicht klar, was Brüten überhaupt zu bedeuten hat, wie es überhaupt funktioniert und so weiter. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier. Deswegen, ja, vergessen wir es einfach, was da in der Vergangenheit passiert ist. So, wo waren die Raptoren immer? Die waren noch hier überall. Wir gehen mal kurz, glaube ich, nach oben, weil da waren noch immer welche. Raptor, wo bist du? Sumpfgebiet. Geh mal ins Sumpfgebiet. Schaffe ich es? Komm, Agatha hätte es auch geschafft. Ja, guck mal, easy. Wait. Ich bin ein bisschen hohl. Und zwar hier. Ihr werdet jetzt sehen, wo ich hingehe. Wo ich mich hin teleportiere. Und das ist kein anderer Ort als unsere neue Base. Und das ist sie. Und hier unten war ein Raptor. Das weiß ich. Ich habe ihn gestern... Da ist er. Okay, diese Dinger da. Die müssen wir töten. Müssen wir, leider. Wie viel hast du eigentlich? 10 Millionen... Och, nö. Warte, ist das eine Apex-Motorsäge? Ja, ne? 10 Millionen? Oh, ich guck mal, wie stark der ist, ja? Okay, geht, 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 geht. Easy peasy. Wie siehst du denn aus, Kollege? Zeig mal. Ja, schön, 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 schön. Ja, dauert nur ganz kurz, ne? Einen Augenblick, bitte. 400.000? Seit wann das denn? Ja, okay. Wir kommen gut klar. 400.000, what the hell? Rappy, ich würde sagen, rest in peace, ja? Komm, einen Schlag noch. Und nochmal. Zack. Sayonara. Das war's mit dir. So, jetzt müssen wir kurz runter. Jetzt holen wir wieder unsere wunderschöne Motorsäge raus. Wow. Wow. Der sieht ja heftig aus. Raus mit den Knochen. Raus damit. Wir machen unsere Tasche voll und dann auf nach Hause. Aber was ich noch machen muss, ist hier ein paar Tore hinbauen, weil das ist unser Gebiet hier. Ja, ich würde sagen 21.000. Ich glaube, das reicht, oder? Hast du irgendwie was im Inventar? Nee, ne? Gut. Wait. Haben wir jetzt den...
Wir haben den Skin diesmal nicht bekommen. White. Ich kann ihn auch nicht abbauen. Ich habe den Skin nicht bekommen. Haben wir den Jabby-Skin haben wir aber bekommen. Okay, das ist doch doof. Na, ist egal. Das bedeutet, wir gehen wieder kurz zurück zu unserer Base und dann wird die Soße hergestellt. Ich würde sagen, wir machen 333, weil wir können genug herstellen. Und guck mal, es geht ruckzuck, ey. Und dann gucken wir ganz kurz. Wir brauchen Prime Narcotics. Brauchen wir das eine oder andere. Aber ich glaube, da können wir schon, ja, ich würde sagen 222 herstellen. Stopp! Genau 50. Okay, jetzt heißt es aber, wir brauchen Prime. Ich würde sagen zwei. Was fehlt denn? Was fehlt? Prime Blut. Succo! Wir müssen kurz auf die Jagd gehen. Prime Anki! Friss! Fire Lion. Ich habe ihn getötet. Was ist das? Okay, alles gut, alles gut. Junge, 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 Junge. Okay, vorsichtig. Vorsichtig bleiben. Aber egal. Wir sind stärker als alle anderen hier. Prime, 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 Prime. Prime, Prime. Hallo. Komm ruhig, Kleiner. Zack. Ich glaube, mit dem hätten wir eigentlich, glaube ich, genug. Okay, aber warte mal. Eine Sache will ich kurz ausprobieren. Wenn ich ja jetzt noch einen Prime töte und den mit meiner Motorsäge abbaue, ob ich dann mehr Blut rausbekomme? Eigentlich müsste es ja so sein, wa? Zack. So, wir steigen ab und testen jetzt ganz kurz mal. Oh, oh, hier schießt jemand. Ich wusste es. Okay, wir haben Unmengen an Blut, wenn wir das jetzt machen. Komm, saug schön raus hier. 4480. Ich würde sagen, wir haben genug. Hey, die Motorsäge ist ja göttlich. Jetzt geht's aber erstmal ab nach Haus. So, Prime. Das bedeutet jetzt 20, bitte. Bitte. Ja! Oh mein Gott, es ist so einfach geworden. Aber mit den Bossen, wie gesagt, da muss ich noch gucken, ne, ob wir eventuell nochmal irgendwann den Rex machen, damit er seine Attacke macht. Weil ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert. Kein Plan. So, wir haben jetzt 22 Kibbel. Nehmen wir natürlich mit. Machen wir hier unten erstmal hin. Und dann brauchen wir jetzt eine simple Munition, damit wir das eine oder andere machen können. Und dann, ah, ihr wisst Bescheid. Prime Metall Eng. Oh mein Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Vibranium. Oh, was ist das denn? Vibranium. Vibranium, bitte, ich brauche es. Vibranium. Das heißt jetzt, dass alle jetzt Kinder machen werden. Geht leider nicht anders. Was will ich machen? Alle machen Liebe. Gleich kommen die Kinder alle raus. Oh, ich hoffe, jemand hat dieses Vibranium-Ori. Weil das ist ein bisschen doof jetzt, ne? Hey, guck mal, die Babys kommen langsam. Sehr schön. So, komm her hier. Schön folgen, ja? Schön Folge machen. Bam, bam, bam. So, und jetzt müssen eigentlich die restlichen auch... Ah, guck mal hier, die kommen alle raus hier. Schön. Hier auch ein bisschen Steine für dich. Kommst rein. Ich denke mal, es müsste jetzt eigentlich einer, wenigstens einer, dieses Libra bla 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 haben. Ich hoffe es doch mal. Das sind's alle. Wir haben jetzt 6 Kinder bekommen. Jetzt aber die Frage halt, die müssen jetzt erstmal groß werden und dann sehen wir halt weiter, was aus denen wird. Dann schauen wir doch mal, ob alles funktioniert. Generator kommt dorthin. Dann tun wir ein bisschen davon rein. Einschalten, ne? Dann einmal das Kabel benutzen. So. Muss ja nicht schön ausschauen. So. Und somit müsste die Nanny eingeschaltet sein. Aktivieren. Okay. Ja. Somit sollte es funktionieren. Gut. Dann machen wir schön. Ja, Kinder sind wird schnell erwachsen hier. Okay. Ich gucke jetzt ganz kurz, ob irgendjemand das hat, was ich halt benötige. Aber. Ich glaube. Adamant haben wir leider schon. Niemand hat es. Aber wir haben natürlich wieder neue Babys. Also von daher sollte es vielleicht funktionieren. So, dann hier auch nochmal schauen. Ach Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, ey. Nicht einer von den ganzen hat es. Ich muss eine Grube voller Gachas machen. Bisschen ist ja da.
dann drückt mir die Daumen, ja? Bitte, drückt mir die Daumen. Es sind gute Sachen drin. Blaue Sachen und so weiter. Daumen sind gedrückt. Ore. Nein! Hilfe, wirklich Hilfe. Ich habe jetzt hier so viel aufgemacht. Und ich krieg einfach nichts raus, außer diesen Müll. Das sind meine Gachas. Und nicht einer kommt man imstande, das irgendwie herzustellen. Nicht einer. Wir können ja mal was testen. Also, ich habe hier noch ein paar Alpha-Darts. So, und Apex-Darts. Ich weiß zwar nicht, ob es damit funktioniert, aber wir könnten es ja ganz kurz einfach mal random testen. Let's go. Bitte, bitte, lass es funktionieren. Bitte. Wartet, ich glaube, Ark ist gerade noch nicht da. What? Es trifft noch nicht mal. Hä? Ich treffe auf jeden Fall. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz dorthin. Okay, das war jetzt ein bisschen richtig doof geschossen von mir. Okay, funktioniert. Es funktioniert nicht. Nein. Wir haben große Probleme. Ganz großes Problem. Ja, da sind wir nun wieder. Ja, wir müssen mal ganz kurz hier ein bisschen Platz machen, weil zu viele Bäume brauchen wir ja auch nicht. Und wir müssen ja dazu noch hier alles zumachen. Ne? Gerade das hier muss zu. Verstehe. So, dazu habe ich jetzt ein paar Tore mit. Und ich denke mal, wir machen es hier oben zu, wa? Wir müssen ja nicht so weit. Na komm, bevor ihr mich tötet hier. Weg mit euch. So, dann wollen wir doch mal loslegen, ja? Schön auf neutral gepfiffen. Und ja, dann wollen wir doch mal machen hier. Ja, ich denke mal, so ist gut hier. Zack. Na komm, sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Aber was willst du machen? Es muss zugemacht werden. Ansonsten kriegen wir ein dickes Problem hier. So, jetzt erstmal da ein bisschen rein da. Ich habe leider keine Metalltore, aber die Tore gehen ja auch klar. Ja, sieht doch. Reden wir nicht drüber. Ach, jetzt zählt ein. Ja. Ach, warte, ein Tor habe ich sogar. Guck mal. Zack. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt hätten wir den Eingang auch schon mal komplett zugemauert. Ich werde das nochmal später noch ein bisschen anders machen. Aber wir brauchen ja erstmal sozusagen eine Grundfläche, wo wir uns dann aufbauen können. Die Frage ist, ob die Dinos dann die ganze Zeit hier spawnen, weil das wäre auch ein bisschen doof. So, schaut euch mal diese Fläche an. Das hier ist unsere Fläche. Ist irgendwie ein bisschen zu groß, oder? Weil hier gibt es ja gar nicht so große Dinos. Ich glaube, ich muss mir da irgendwie was anderes einfallen lassen. Hier, schaut euch mal diese Fläche an hier. Ich glaube, das reicht hier, oder? Und da drüben? Dann könnten wir von hier aus immer wirklich halt hier so rüber. Weil das da unten, überleg mal, hier gibt es ja wirklich nicht so allzu große. Die ganz großen können wir ja überhaupt nicht zähmen. Okay, pass auf. Wir gucken jetzt ganz kurz etwas, weil mir ist gerade was in den Sinn gekommen. Golem. Es gibt doch diese bestimmten, ja super. So, Ressource-Golem, waren die das? Ich glaube, das waren die, oder? Wir gehen mal kurz hin. Vielleicht geben sie uns das, was wir benötigen. Weil das wäre cool. So, einmal kurz darüber. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass die hier drin sind. Ich bin mir nicht sicher. Also, es kann sein, dass ich mich täusche, aber ich wüsste sonst nicht, wo die sind. Und wie es jetzt gerade ausschaut, 700 noch was Meter. Wir springen rüber. Vollkommen fail. Hä? Das ist kein Wasser hier. Aber es ist ordentlich giftig. Sieht ein bisschen tot hier aus, wa? Okay. Einmal hier drüben, bitte. Da ist er, da ist er. Hallo, Mantis. Von was werden die angegriffen? Ich glaube, wir müssen aufpassen. Warte mal, das ist ein Reaper. Electric Reaper. Ich kriege halt zu viel. Und da ist Ressourcen-Golem. Nee, Rubble Golem. Hä? Ich suche die Ressourcen-Golem, nicht Rubble Golems. Also, vor uns befindet sich ein Ressourcen-Golem. Und drück mir bitte die Daumen, dass da jetzt genau das drin ist, was ich denke. Komm raus. Kuckuck. Genau, kommen Sie, kommen Sie. So, Ressourcen-Golem. Ich kann ihn, glaube ich, beschwören. So, wait. Hey, stop it! Du Vollidiot! Adamantium?
wollte ihn doch abbauen. So, wir haben. When consumed, will spawn a tamed Ressourcen Golem. Wait. Kann es vielleicht sein, dass wir dann. Wer bist du? Elite Ressourcen. Tame Able KO. Ich glaube, den kann man aber nicht down machen. Aber ich glaube, den müssen wir down machen. Woher kommt der? Hallo? Oh, das dauert ein bisschen. Das dauert, glaube ich. Firma. What? Ja, die prügeln mich auf jeden Fall Windel, weil ich hier die Kinder. Aber egal, wir machen die fertig. So, aber Elite Resource Golem. Ey, vielen lieben herzlichen Dank. Danke für die Kommunikation hier zwischen uns, ja. Danke. Ne, ich glaube, wir müssen Rechtsklick machen, wa? Ja, 22.000 bringt halt ein bisschen. Ja, naja. Machen wir mal ganz kurz, ne? Und ich glaube, vielleicht können wir die hier alle abbauen. Das wäre ziemlich cool. Wie viele Kinder er ruft. Alles meine. Also, ich bin ein bisschen dabei. Es dauert ein bisschen. Aber, schaut euch das mal an. Er ist jetzt gleich tot. Das bedeutet, wir dürfen jetzt nicht noch mehr draufschlagen, wenn er down ist. Wir müssen ihn abholzen, Dings da. So, nochmal. Wir haben Elite Golem Soul. Storch. Okay, erstmal ins Inventar reingucken. Okay, ist nichts. Vibranium Ore. Ore, 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 ore. Wir haben's, Mann. Ha. So holt man sich das Vibranium Ore her. Also, ey, das ist, also, ist schon krass, wie man das besorgen muss. Aber wir haben's. Wir haben's. Und wir haben dazu eine. So, you can use this Golem Soul to upgrade your Ressourcen Golem to an Elite. Perfekt. Yeah, Supreme, eh? Supreme macht mich nicht fertig. Wir machen Supreme fertig. Ja, komm, ich würde sagen, jetzt 6000 reicht. Oder? Ja, ich denke mal, das reicht schon hier. Oh, das sieht schön aus hier. Vibranium Ori. Das sieht gut aus. Oh, da ist eine wunderschöne Ameise. So, wir haben es abgebaut. Okay, die hier bringen aber, glaube ich, gar nichts mehr, wa? Nee, nur Leder und so weiter. Was willst du denn jetzt hier? Ja, komm. Ich will jetzt nicht. Alles gut, alles gut. Bleibt da, wo ihr seid. Da kommt eine kleine Armee einfach auf mich zu. Ist gut. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Danke. Danke, dass ich euer Vater töten durfte und den Rest der Familie. Danke. Oder vielleicht war es die Mutter. Ich weiß nicht. So, jetzt heißt es ganz kurz auf in unsere Nähe zum Strand. Und dann gucken wir kurz den Golem an. Ressourcen Golem. Ich rufe dich. Ey, ich habe aber bisher, glaube ich, noch nie so einen kleinen Golem gesehen. Wie geil ist das denn? Dodo, bevor du... Halt, stop it! Ich mach das schon. So. Dodo? Gut. Gut. Passiv. So. Das hier ist der... Ich glaube, ich habe echt noch nie so einen kleinen gesehen. Wait. What? Speedy Gonzales! Ich glaube, es hackt. Wir sind eine Staubwolke. Stellt euch mal vor, es kommen 10 Spieler gleichzeitig auf euch zugelaufen mit so einer Staubwolke. Das würde cool ausschauen. Ach du Heilige. Okay, aber es würde mich persönlich stören. Dennoch, ey, kleiner Golem, es tut mir leid. Aber, ja, wir entwickeln dich, ja? Ich glaube, mit denen kann man ja nichts machen, oder? Guck mal, man kann mit ihnen Amantium und Copper-Ore kann man herstellen. Und wir können ihn. Zack. Wait, für dich braucht man die ganzen Sachen? Jetzt gehen wir auf ihn drauf. Zack. Perfekt. Ja. Ist so, als ob der Gorilla raucht. Aber rauchen, niemals machen, Leute. Ungesund. Nicht machen. Wir machen mal so. Elite Soul. Nur das fehlt, glaube ich. Ja, okay. Also, wir können aus dem hier jetzt... Ich habe zwar keine Ahnung, was jetzt passiert, aber es funktioniert. Funktioniert das jetzt auch wirklich? Ja.
Ja? Hä? Ich dachte, du wirst groß und bleibst nicht so klein. Was ist denn das? Wait, 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 wait. Er kann noch zum Nukleargolem Evolution haben. Oder wir machen ihn zu einem Vampirgolem. Ich glaube, ich würde den nuklearen Golem mehr feiern, oder? Wir sind gut dabei, Mann. So, mal schauen. Funktioniert es so, wie ich es mir gedacht habe? Oh mein Gott. Yep. Okay, pass auf. Das bedeutet, wir holen jetzt ganz kurz mal, um zu gucken, ob wirklich alles funktioniert, einen Prime Raptor. So, ein Prime Raptor ist auch mal nötig. Deswegen, da hinten ist er. Und ich würde sagen, ja, wir nehmen dich wieder mit, wa? Aber wir nehmen die ganzen Sachen raus. Ja, der wiegt ein bisschen zu viel. Nächste Folge müssen wir aber anfangen, einen Ticken zu bauen. Weil ich will ja für den einen oder anderen alles so ein bisschen gut herrichten, ne? Ja, aber zuallererst. Wait, ich kann doch von ihm aus schießen, ne? Das wird doch bestimmt jetzt voll einfach sein. Rappy, wie viel Kibbel brauchst du eigentlich? 3? Mama, Bleib stehen, bleib stehen. Er realisiert uns gar nicht. Ja, es realisiert gerade gar nichts hier. Hey, es funktioniert. 194.000. Oh, oh. 194.000. So, Kinders, aber bevor er mich angreift, ne? Ich hoffe, ihr macht das nicht, weil ansonsten, ne? Osiris kümmert sich um euch. Oh Mist, jetzt habe ich den Sattel vergessen. 1, 2, 3 waren das, wir? Ja, 3 Stück. Ist gut, ist gut. 900.000, okay. Warte, kann ich dich schon so... Nee, oh, schade. Hätte ja eventuell sein können. Greif mal bitte an da. Da bitte. Ja, ja, da bitte schön. Ja. Wir geben nur 33.000 ab. Ich habe jetzt gerade damit gerechnet, dass wir auch so viel abgeben. Nochmal. Wir müssen nicht ein bisschen leveln, wa? Aber er braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Leben. Komm mal kurz rein in meine Tasche. Wir brauchen ganz kurz seinen Sattel, ja? Hi, Rappy. Ist männlich natürlich. So sieht er halt aus. Sieht schon gut aus. Oh hier, ich wollte gerade sagen, Spiel schmiert ab. So, du bekommst jetzt meinen Sattel. Dann zack. Und jetzt heißt es erstmal auf die Dinos gehen. Aber ich denke mal, einen Trank wirst du schon benötigen, wa? Und ein bisschen Fleisch kriegst du auch noch. So, wie stark bist du jetzt? Groß ist er? 49.000? Ja. Oh! Nee, auf dich habe ich gar keinen... Oder? Oh, doch, auf dich habe ich Bock. Aber gleich. Wir werden den vernichten, ja? Weil das ist immer der gewesen, der uns fertig gemacht hat. Und diesmal machen wir ihn fertig. Ja, komm hier mit deinen 10.000, Junge. Was willst du? Junge, 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 Junge. Rappy, ey. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, aber ungelevelt noch sozusagen. Deswegen müssen wir kurz schauen, dass wir da halt ein bisschen Energie kriegen. Sehr viel Damage. Ja gut, haben wir jetzt nicht hinbekommen. Na egal. Machen wir gleich. Wir müssen ja ein bisschen leveln. Also von daher, guck mal hier, Apex. Zack, 66.000. Na, wir hauen ab, wir hauen ab. Der kleine Schleim haut nicht ab. So, 89.000. Da sind wir jetzt schon hingekommen. Aber geht besser. Geht wirklich besser. Und in 3, 2, 1. Bam. Easy peasy. So, jetzt sollten wir eigentlich das ein oder andere Level bekommen haben, oder nicht? Okay, wir haben Level bekommen. Ich begebe mich jetzt in Gefahr, ja? Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich versuche ihn zu töten, ja? Ach du Heilige. 96.000? Kollege, warte! Wir müssen jetzt etwas machen. Also, wir machen so, steigen ab, neutral, zack, denn er wird sie fertig machen. Siehst du, kein Stamina mehr? Aber alles noch gut, alles noch gut. Alles noch tipptopp. Wir besiegen ihn. Und zack, Junge, fertig gemacht. Was los? Wir haben wirklich fertig gemacht. Wie viel Level haben wir bekommen? Ich bin nicht so zufrieden mit dem. Aber egal, ist ja unser erster Prime, also von daher. Ach komm.
Ist unser erster Prime. Was willst du erwarten? Also von daher. Na, guck mal hier. Zack. Das kann er wenigstens auch. Schön. Haben wir wenigstens einen Prime-Raptor. Und nächste Folge geht's los mit den heftigen Viechern. Broodmother. Sie wird kommen. Wir haben ja Dodorex. Wir haben den Gorilla. Die kleine Broodmother. Die fehlt noch. Aber, ey, das Gute ist, die Produktion läuft wieder. Ist voll im Start. Ihr seht ja selbst halt, ja gut, ich war jetzt die ganze Zeit nicht hier, aber sie läuft noch. Kriegen genug Ressourcen davon. Aber was cool ist, das war unser Golem. Wo ist der? Ach, da ist er. Er ist einfach so klein, er ist so unscheinbar. Aber er hat mir gefallen hier, wirklich. Er ist richtig cool und ich bin gespannt, wenn er zum Nuklearen wird. Bin ich mal wirklich mal. Vielleicht kann man das mit einem Ferox dann auch machen. Oh, dann kann man den auch töten und bekommen. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Ja, aber ich würde erst vorerst sagen, das war's wieder von der weiteren Folge Ark Supreme. Nächste Folge geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über ein Kommi, Like oder ein Abo freuen. Also, bis zum nächsten Mal.